tolle Eigenschaft, wie ich finde. Poster, Klamotten, oh, eine Schachtel. I love that Mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Ach, eine Essensbox zum Geburtstag geschickt mit Keksen, also Chocolate, also Schokolade drin. Und mit $200. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Happy Birthday, Maxine. Achso, sie werden niemals vergessen, dass sie geboren wurde, also beim, dass sie, als sie geboren wurde, mit einem Smiley, mit einem lächelnden Gesicht war. Das werden sie nie vergessen. Liebe auf den ersten Blick. Schönes Smiley. It's your special day. We miss you, but you're from your dreams. Ja, wir vermissen dich und hoffentlich jagst du deinen Träumen weiter nach. Wir lieben dich, Mutter und Vater. Kuss, Kuss. Ja, ist ja auch nicht schlecht, sowas. Dass sie die Pflanze gegossen haben, wird Auswirkungen auf die Zukunft haben. I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Bradbury book for myself. Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. Ach so. Ah, wir checken gerade aus, dass Daniel uns gezeichnet hat. Das ist seine Facebook-Seite. Das ist das, was er von uns gezeichnet hat, und das hat er hochgeladen. Interessant. September, 21. September 1995. Das Spiel spielt also in der Vergangenheit im Jahre 1995. Interessant. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Ah ja, Kamera. Okay. Hier geht es mir um die Kameramodelle. Die findet die alten halt richtig toll. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Okay. Eine Nachricht von Dingens. Der Mitbewohner. Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Ach ja, die Kunst des Bildes. Momente in einem Bild zu verewigen. Wirklich, sag ich mal, eine tolle Kunst. Fotografie. Light down. Ne, habe ich jetzt nicht vor. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Okay, ich hätte jetzt nicht so alles. Ja, selbst fotografieren, na toll. Warum nicht, ne? Ja, würde sagen, haben wir uns soweit alles angesehen. Jetzt direkt nicht alles, ich werde jetzt nicht, sag ich mal, aufs Bett gehen. Ist dort auch noch ein Spiegel? Brauchen wir die zwei Spiegel? Dann gehen wir mal weiter. Den USB-Stick suchen, den wir vermissen. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Okay, sie will die... Welcome to the real Drama Queens of Blackwall. Drama Queens in Blackwall. Ich weiß nicht, ob wir uns da wirklich daran einmischen sollten. Jetzt hat jemanden eingesperrt, von dem sie die Wahrheit wissen will. Ja. Sollte man sich eigentlich auch raushalten. Oh, ist jetzt offen? Ah ne, war ja vor uns auch schon. Immer noch zu. Da liegt irgendwas. Kommen wir da nicht durch? Nö. Was wollen die denn hier? Hey, Juliet. Is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend.
Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Ich glaube Mason war's, oder? Watson? Petson, Olsen, Mason. Ich glaube Mason war's. Juliet Mason. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Juliet Watson. Na dann. Hey, Juliet. Is everything... Oh, yes, Max. Überspringen wir mal. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. Okay, hat sie ihn den Freund ausgespannt? Aber wie kommt sie darauf? How do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I know the proof is in her room. Okay, aber... I'm not letting her out until she tells the truth. Was, wenn du dich aber irrst? Wenn sie wirklich nichts gemacht hat? Okay. Ich weiß aber nicht, wo wir hingehen müssen, um an den USB-Stick zu kommen. No need to go there now. Was? Wo muss ich denn hin? Oder hätte ich hier nochmal zurückgehen müssen? Gehen wir da einfach nochmal zum Gesprächsanfang. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Verdammt, ich hab schon wieder vergessen, ich glaube. Ich hab schon wieder vergessen, ich glaube Watson war. Juliet Watson. Duh. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. So, how did you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Ja, das kennen wir schon. Überspringen wir mal. Kommt echt nichts mehr raus. I should find a way to end this silly standoff. Leave me alone, Max. Get a clue. I'm not letting her out until she tells the truth. Leave me alone, Max. Get a clue. I'm not letting her out until she tells the truth. At least that's an alarm from this century. Ach so, hier, Victorias Wohnung. Menno. Das Gespräch gerade eben stand ja nicht dran, dass es Auswirkungen auf die Zukunft haben wird. Oha. Großer Brand auf einer Ölplattform, glaube ich, oder? Aber sie hat auch einen richtig tollen Fernseher. Ah, sie hat auch eine Fotowand. Speaking of selfies. Mess up. Ich glaube, man sollte daraus ein Durcheinander machen, oder? Let's play a little photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move this here and this one there. A pattern is emerging. Nein. Das hat Victoria jetzt nicht verdient. So. Das lassen wir lieber so. Whoa, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed.
She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. I hate you, Victoria. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Moment. Ah, sie hat sich wahrscheinlich irgendwo beworben, mit ihrer Kunst, dass die Kunst irgendwo, sage ich mal, ausgestellt wird. Aber die war nicht an ihrer Kunst interessiert. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Yes, I get it. Enter the Vortex Club. No. Nope. Niemand will den Vortex Club. Missing Person Poster. Ah, was hat die da gemacht? Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Ouch. Verschwunden. Wen interessiert's? Bitch. Oh Gott. Oh Gott. Victoria is a real Jefferson groupie. Ja, sogar bei Ausstellungen mit dabei gewesen, glaube ich. Bei Jefferson. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Brauche ich ihn dir anzugucken? Schuhe. Dior, Givenchy. You could pay for my tuition with that wardrobe. Those boots Sachen. Are made for walking runways. Ganz schön teure Dinge hier. Tablet. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Sie kauft sich einen 3D-Drucker. Oh Gott. Für ihre kleine Wohnung hier. Oh Mann. Aber wo ist der USB-Stick? I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Okay, sie hat das Foto nicht gepostet. Boom! This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Warte mal, was hatte ich da drin? So ist ja. Ich muss mal kurz lesen, tut mir leid. Totally punked Juliet and Dana just no. Lady Sext von Dana and Tosh Home. Hä? Irgendwelchen Klatsch oder was? Ah, der dumme Idiot hat ihr geglaubt, also hat dem Typen irgendeine Lüge erzählt. Hä? Holt euer Popcorn raus. Ach, die hat irgendeine Show von Dingens getreten. Irgendeine Lüge in die Welt gesetzt und das pauscht sich auf. Und die wartet jetzt genüsslich ab, was dabei rauskommt, denke ich mal. They should call this series aloof. Cold and soulless. Kinda like Victoria. Können wir jetzt mit diesen Informationen hier bei ihr irgendwie helfen, dass wir ihr sagen können, dass das irgendwie von Victoria ausging? Leave me alone, Max. Get a clue. Okay, das hat hier mit nichts zu tun. No need to go there now. What the hell? Ich bin gerade ein wenig verplant. Dann müssen wir wohl zurück zu unserem Raum gehen. Gucken wir doch mal nach. Vielleicht müssen wir hier was posten. Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. I am so adorable. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend. Nein. SMS. Auch nichts Neues. Hier. I haven't forgotten you, little Lisa. Yet.
Look. If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. Always looking. Ich hab das Wasser kündig. War da nicht das Wasser? Ich habe keinen Plan, was ich jetzt tun soll. Hinlegen oder was? It feels so nice to just relax. This day has been so damn bizarre and it feels like it has gone on forever. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Or like Poe said, a dream within a dream. Ein Traum in einem Traum. Nee, also schlafen tut's auch nicht. Was müssen wir machen? Bis wohin kann ich denn zurückspulen? Was ist das für ein Punkt, was du gemacht hast? Poster. Ich habe keinen Plan. Muss ich wieder da rein? Jetzt habe ich doch zugemacht. Oder habe ich da den Flash Drive übersehen? Hier liegt was, da liegt was. Oh, ach, die E-Mail ausdrucken. Ah. Mensch. Wenn ich noch mal ein bisschen mehr könnte. This better convinced Juliet that Dana is innocent. Ja, dann werden wir ihr doch mal die Wahrheit zeigen. Oh, ich hatte jetzt schon zweimal das Gefühl, wenn man so dramatisch die Tür öffnen könnte, direkt jemand davor stehen. Und einen direkt angucken und dann böse auf jemanden sein. Ja, Juliet, hier E-Mail zeigen. Juliet, read this. Sei böse auf Victoria. Of course. Natürlich. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Ob das jetzt so gut war, da wird sich doch bestimmt auch... Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Sowas. Beziehungsprobleme. Oh, verdammt. Ist das nicht das rote, der rote Banner gewesen, da oben auf dem Leuchtturm war, der da an der Bank geflattert hat? Solche Beziehungsprobleme wie die werden später bestimmt noch ein sehr großes Problem darstellen. Bin ich mir sicher. Ach, hier kann man wohl nichts machen. Nee, die Klamotten gucke ich jetzt nicht an. Ganz schön viel Kosmetik. Wobei jetzt wahrscheinlich andere Zuschauer sagen werden, ach, das ist ja nicht viel. Take, look, look. Gucken wir uns doch mal. It would be a cool sticker without the words. Ja, es wäre ein cooler Sticker ohne die ganzen dummen Wörter. Will ich mit dir reden? Nein. Die haben nur so einen kleinen Fernseher. Die andere hat da so ein Mega-HD irgendwas Gerät. This is both sad and pathetic. Eieieiei, irgend so eine. Da ist ein Flash Drive und unten. Das scheint. Sieht von hier oben aus entweder wie ein Thermometer oder wie ein Babytest. Könnte man glatt denken. Ein Laptop kann man auch nutzen. Of course, a popular cheerleader like Dana would have a million friends. So ja. Fascinating to get a peek into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong. Ja, Cheerleader haben viele Freunde, angeblich. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. Was? Was hat die denn jetzt für eine Sprache gemacht? That looks like a home pregnancy test. Wir sollten da lieber nicht rumschnüffeln. Ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl. Wir haben unseren
Space Stick. Er ist langsam. Ja, er kann die ganzen Autos schon nicht mehr zählen, die an ihm vorbeifahren, weil er so lange wartet. Ja, je mehr ich schreiben muss, umso länger dauert's. Bin auf dem Weg. Und er schreibt nur noch bis dann. Okay. Was war das? Lauf! Könnte man glatt als Horrorspiel so machen, wenn hinter einem was läuft. Wenn man da so läuft. Es kommt von hinten, es kommt näher. Enter. Müssen wir doch bestimmt an unseren Computer anschließen. Oder sollen wir jetzt... Es war bestimmt ein Weg eigentlich sofort hinzukommen, denke ich mal. Flash Drive. I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the Party Buster folder. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. Flash Drive. Naja. Okay, gut, dass wir nochmal einen Blick reingeworfen haben. Wissen wir wenigstens, dass soweit alles da ist, außer das eine, was sie irgendwie vermissen tut. Können wir ihn vielleicht damit konfrontieren, jetzt wo wir die Info haben. Ach, nur weil ich nochmal am Laptop war. Aber ich würde sagen, wir machen doch an der Stelle eine Pause. Weil es jetzt gerade anbietet und weil ich doch schon ziemlich lange dran bin. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass die Episode doch so, sage ich mal, ein ganzes Stück dauert. Aber, naja, umso mehr Spannung, umso mehr Play und so viel Spielspaß haben wir beim nächsten Mal. Wahrscheinlich bin ich auch, kann auch sein, dass ich kurz vorm Ende bin von der ersten Episode. Aber dann haben wir halt ein wenig Pech gehabt. Ich weiß halt leider nicht, wie lange es geht. Aber ich denke mal, da wird noch, sage ich mal, eine ganze Ecke Spielzeit bei rumkommen beim nächsten Mal. Und lassen wir uns doch überraschen, wie es weitergeht mit den ganzen Intrigen und Storys, die es an jeder Ecke gibt. Was wir alles nicht verpassen können, verpassen tun oder miterleben. Aber ich bin mal gespannt, was es noch gibt. How to play Resume Games Settings. Haben wir nicht irgendwo Reload Last Checkpoint? Nein, Exit to Main Menü. Dann würde ich sagen, gehen wir nur noch durch die Tür, damit es automatisch gespeichert wird. Ich denke mal, das wird dann kommen. Und danach, falls noch eine Sequenz kommt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Oder mal sehen. Jo, es hat gespeichert. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder... Damn, I better rewind. Gemacht. Das finden wir noch heraus. Get lost, hipster. Fuck this shit. Ow. Was zur Hölle? Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. I could almost feel sorry for him if he wasn't such a serious dick. Poor Juliet. Alyssa, move your head. If you insist, Max. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Hat die das jetzt nicht irgendwie mitgekriegt? Muss ich doch mitgekriegt haben. Ich lasse es am besten einfach mal lieber. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe jetzt doch ein bisschen rumgedruckst. Aber wir sehen uns, wenn es da wieder weitergeht. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Aua, das tut doch weh.